So, meine Lieben, ich darf euch wieder ganz recht herzlich hier begrüßen. In Germany. Ja, ich muss es betonen, in West Germany. Warum? Das kann ich euch erklären. Weil viele denken jetzt, es wäre in Germany. Und Germany ist ja West und Ost. Und dann denken die aus dem Osten, es wäre Ost Germany. Ist es aber nicht. Weil so schön wie hier ist es nicht da drüben. Warum heißt es dann DD? Ganz einfach. Wir hatten heute zum Beispiel einen super herrlichen Tag gehabt. Perfekt. Sonnenschein, 18 Grad, blauer Himmel mit weißen Wolken. Das ist Bayern. So, und in DDR, ja, ich sage halt jetzt nur DD, das ist ja der Osten, die neuen Bundesländer, was aber in Wirklichkeit auch schon alt ist, ja, die Abkürzung davon heißt Dunkeldeutschland. Das heißt, heute war es dort und auch gestern und auch morgen wird es so sein, dunkel. Dunkeldeutschland, das ist immer dunkel, da scheint nicht die Sonne, da scheint mal der Mond, ja. Aber da ist nie so schön wie hier, nie. Ja. Und jetzt ist es halt so, heute ist der letzte Tag, jetzt wird es langsam frisch, die Sonne geht hier unten in West Germany. Man sieht schon, ich habe eine dicke Jacke an, ja, ich wollte mich halt jetzt nochmal bei euch melden. Und dass ich nicht in Vergessenheit gerate, aber auch jetzt die Leute in den alten Bundesländern, denen sage ich es halt auch mal. Schaut mal rein in mein Video, Daumen hoch, tut's liken. Ja, vielleicht habt ihr Hoffnung, dass es bei euch auch mal hell wird. Ja, aber wie gesagt, hier ist es halt perfekt. Bayern ist halt der Punkt, wo halt wirklich Berge, blauer Himmel, Wolken, Sonne immer da ist. Ja. Momentan befinde ich mich hier halt auch so in einer Zone, wie ein Zonengebiet, kann man sagen. Ja. Weil wenn ich jetzt gerade ausgucke, ist Richtung Augsburg, ja, das sind die Schwaben. Hinter mir ist das schöne München, die Weltstadt, ja, das Oberbayern. Ja. Und ich stehe hier jetzt wirklich hier in meiner Arena, wo der Baum und alles hier wächst, ja. Auch hier der Baum, der ist schon krank, der gehört noch nach Schwaben rüber. Das ist jetzt auch wie so eine Zone. Aber mir haben es wieder gut. Ich brauche keine Ausweisung, kein Visum. Darüber. Ihr werdet es erleben. Entschuldigung, ihr werdet es erleben. Es wird nie ein Oberbayer nach Augsburg freiwillig gehen. Aber wisst ihr, was das Schönste von Augsburg ist? Das muss ich euch wirklich sagen. Das Schönste von Augsburg ist die Rückfahrt mit dem Zug nach München. Glaubt's mir. Weil Augsburg, das braucht er nicht. Ja. Das ist einfach so Dritte Weltkriegsstadt oder so. Das braucht man nicht. Das ist nicht so. Geht nach Minganai. Da geht die Post ab. Leopoldstraße, seid ihr richtig. So, aber ich muss jetzt weiter, weil da vorne hängen sie nämlich auf dem Wachturm. Feldstecher. Und gucke schon. Ja, weil wenn es hier dunkel wird, muss das Gebiet verlassen. Bis dann, euer Hesemanni.